Hi, ich bin Ronny und ihr seid bei World Wide Whisky. Heute habe ich für euch wieder ein Blind Sample am Start. Ja, Freunde, herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Ja, zu einer anderen Whisky-Verkostung, denn es geht bei mir heute wieder um ein Blind Sample. Der liebe Markus, von dem hatte ich ja vor ein paar Wochen schon ein Blind Sample, bei dem ich wusste, welche Brennerei dahinter steckt. Das hat er mir dann gesagt, dass es sein Lieblings-Glenfarclas war. Heute habe ich ein zweites Blind Sample vom Markus. Das Blind Sample Nummer 7, kann man lesen, glaube ich, ne? Und heute ist es ja quasi dann ein richtiges, vollendetes Blind Sample, denn ich weiß gar nichts über diesen Whisky. Ne? Also, ja, ich habe den Whisky schon vor ungefähr, ja, jetzt gut einer halben Stunde eingeschenkt. Das habe ich ja letztes Mal in dem anderen Video schon gesagt. Hier befindet sich die Lösung drinne, der kleinste Lösungszettel ever. Der Markus hat ja beim letzten Mal, da war dann halt nur der Whisky drauf und eine Whisky-Base-Nummer. Mal sehen, ich vermute mal, dass es dann hier auch so wieder sein wird. Wenn es dann so ist, mache ich dann natürlich wieder einen Cut und gehe dann mal an die Whisky-Base. Aber das finden wir dann nachher raus. Ne? So, Freunde, es ist ein kleines Sample. Ja, 2 cl reicht ja auch. Ne? Das geht ja nur darum, dass man mal so ein bisschen so einen Eindruck von diesem Whisky kriegt, den er mir geschickt hat. Ja, ich weiß, wie gesagt, nichts über den Whisky. Ne? Die Farbe ist eine schöne Farbe, aber können wir nichts drauf geben. Jedenfalls noch nicht. Denn ich weiß nicht, ob er gefärbt ist, der Whisky. Ne? Das muss man, ja, das muss man ganz klar sagen. Also Farbe, keine Ahnung. Dann tasten wir uns mal ganz langsam ran an den Whisky, würde ich sagen. Denn wir brauchen ja jetzt vorher nicht großartig irgendwas über Brennereien oder irgendwas erzählen, denn wir wissen ja noch nichts. Ne? Auf alle Fälle kann ich schon mal sagen, die Schlieren laufen hier wieder wunderbar ölig runter. Also das mit der Konsistenz stimmt schon mal. Oh, jetzt hier, super. Das läuft ganz, ganz ringsrum, ganz schön sauber runter. Ne? Ich denke mal, dass ihr das vielleicht auch sehen könnt. Also das ist schon mal, das beeindruckt mich schon mal fürs Erste. So, fangen wir mal an. Hui, süß. Sehr, sehr süß, der Whisky. In der Nase. Holz, Eiche. Viel Eiche sogar. Der hat eine unwahrscheinliche Süße in der Nase, finde ich. Also der ist wirklich sehr süß. Der geht mir fast schon so ein bisschen in so eine Zuckersüße rein. Also ich kann jetzt hier auch gar nicht mal so Honig deuten oder sowas. Oder Karamell, das ist für mich eher so reiner Zucker. Ne? Also so richtig reiner Zucker. Ja. Ich weiß natürlich nicht, ob wir in Schottland sind. Ne? Ich weiß auch nicht, sind wir in Irland, in Deutschland, in Österreich, Schweiz oder wo es sonst noch Whisky gibt auf der Welt, Japan, Australien. Ich weiß gar nichts. Also das Land erstmal herauszufinden, ist schon mal, ja, das ist schon mal eine Herausforderung. Junge. Der riecht alt auch schon wieder. Also das ist schon wieder, ne, letztes Mal war ja so ein Glenfarclas, ne, 1972er Glenfarclas, das war auch schon so ein altes Destillat. Und hier, tja, weiß ich nicht. Hier denke ich mal, also ich bin auch da bei so einem alten Destillat, also der hat gesetzte Aromen, also der ist so richtig schön, der hat eine schöne Holznote, also die merkt man gleich in der Nase, der ist schön süß in der Nase, ne?
Und vom Alkohol rieche ich gar nichts, null. Also für mich hat der in der Nase quasi gar keinen Alkohol, ne? Bis jetzt habe ich noch nichts da. Ich habe eine schöne Würzigkeit. Ich habe eine schöne Würzigkeit und der hat irgendeine Note, die kann ich noch nicht richtig greifen. Also der hat irgendeine Note. Also schön, schön süß, würzig, holzlastig, ne? Also ja, also in der Nase ist er auch sehr auf der Eichenseite. Aber ich habe hier, mir fehlt da irgendeine Note. Mir fehlt da irgendwas zum, puh. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir hier überhaupt in Schottland sind mit dem Whisky. Aber der ist alt. Der ist alt. Der riecht alt. Also der riecht älter. Der riecht älter wie 20 Jahre, finde ich. Also das ist halt so ein Ding. Wenn wir außerhalb von Schottland sind, ne, sage ich jetzt mal, dann würde ja Irland noch in Frage kommen mit so alte Sachen, mit so alte Whiskys, die älter sind wie 20 Jahre. Deutschland, Österreich, Schweiz, ja, gibt es auch 20-Jährige und älter, aber ja, die sind nicht so gut wie dieser hier in der Nase. Also ja, da habe ich auch schon so ein, zwei Sachen mal probieren können. Und ja, die waren völlig drüber, völlig überlagert, sage ich jetzt mal. Ne? Also das war kein geiles Fassmanagement da damals. Also einen österreichischen habe ich schon probiert, 20-Jährigen, und das war nix. Also ne, da hat man keine geilen Fässer zum lange Lagern ausgesucht. Aber hier riecht's schon richtig schön gesetzt, schön ausgewogen, schön alt. Also das, hier wurden gute Fässer benutzt, bin ich der Meinung. Also trotzdem riecht der für mich nicht unbedingt schottisch. Ich bin da jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle. Also rein von der Nase her jetzt nur, ne? Ich habe ja noch nicht probiert. Rein von der Nase her. Er riecht nicht so, da ist eine Note drin, die fehlt mir an schottischem Whisky. Und dann wiederum riecht er aber alt. Also da bin ich bei über 20 Jahre auf alle Fälle. Also der Markus hat mir letztes Mal schon so einen älteren Whisky eingeschenkt. Ja, vielleicht täusche ich mich da auch, aber für mich riecht der halt alt schon wieder. Und das passt halt nicht nach Deutschland, Österreich, Schweiz, weil die haben noch nicht so viele alte Sachen, ne? Und schon gar nicht so gute alte Sachen. Und also, ich sag mal so, auf dem europäischen Festland bin ich hier nicht. So, dann ist noch Japan, die alte Whiskys haben, die 20, 30, auch 40-jährige Whiskys haben, aber, ne, da sind wir wieder bei dem Aber, das glaube ich nicht, weil die sind unbezahlbar, die kannst du nicht bezahlen, die Japaner. Also fallen die für mich auch schon weg. Also, was bleibt denn da noch? Da hinten noch Neuseeland, Tasmanien, da hinten die Ecke, die haben auch 20 Jahre alte Sachen rausgebracht, aber nee, das passt da auch nicht hin. Ja, Freunde, ich bin da tatsächlich dann doch wieder in Schottland. Schottland oder Irland, irgendwie sowas. Aber wisst ihr was? Ich probiere den jetzt einfach mal, dann können wir vielleicht ein bisschen mehr sagen. Weil der riecht nicht nach Single Malt, glaube ich. Der riecht nicht nach schottischen Single Malt. Vielleicht ist es auch ein Blend. Vielleicht ist es auch ein alter Blend.
der dann auch einen Grain-Anteil hat, ne? Also ein bisschen höheren Grain-Anteil. Das könnte dann auch sein. Also ich probiere jetzt mal, Freunde. Slange, Markus, auf dich, vielen Dank. Mmh. Freunde, der hat Rauch und kräftigen Rauch sogar. Junge. Null Rauch in der Nase. Also in der Nase hätte ich niemals auf einen rauchigen Whisky getippt. Niemals. Der hat Rauch. Boah, Junge, jetzt bin ich aber... Aber das ist... Also, das ist Rauch. Der hat so ein bisschen aschigen Rauch. Das ist Rauch, aber... Freunde, der hat für mich... Kein Single Malt. Das ist keine gemälzte Gerste in meinen Augen hier. Also entweder ist das ein rauchiger Blend, aber ein älterer. Das muss was Älteres sein. Das muss ein rauchiger, älterer Blend sein. Ja, was anderes bleibt ja da nicht. Oder ein Grain. Oder ein reiner Grain. Aber gibt es rauchigen Grain? Habe ich schon mal rauchigen Grain getrunken? Invergordon, Girvin, was gibt es da noch? Ah, mit Grains kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber für mich fehlt hier so eine Single Malt. Fehlt hier der Single Malt. Also das Malz, diese malzige Note fehlt mir hier. Also, da hat es mir der Markus aber diesmal richtig schwer gemacht. Also ich weiß es nicht. Also ich kann das noch gar nicht so richtig einordnen, muss ich sagen. Also für mich, fangen wir mal von vorne wieder an. Also in der Nase habe ich eine Süße gehabt. Eine schöne Süße, eine Würzigkeit. Also einen alten Geruch vom Whisky. Also das ist ein alter Whisky, da bin ich mir sicher. Also das Ding ist über 20 Jahre, bin ich da sogar. 25, 30 Jahre vielleicht sogar schon. Und null Rauch in der Nase. Und deswegen habe ich ja so vorhin so gestutzt, wo ich den Schluck im Mund hatte, kam mir gleich der Rauch auf die Zunge und in den Rachenraum. Also der hat Rauch. Gut, nun haben ja alte Whiskys, die lange gelagert sind, lange gereift sind, bauen ja den Rauch mit den Jahren auch ab. Ne? Das ist ja, das weiß man ja. Und das könnte ja hier auch der Fall sein, dass man vielleicht in der Nase gar keinen Rauch mehr verspürt. Ne? Junge. Bei den Volumenprozenten, da muss ich auch noch ran. Ich nehme noch mal einen Schluck. Bei den Volumenprozenten wäre ich vielleicht 46, 48 so in dem Dreh. Der ist sehr mild, finde ich. Also schmeckt sehr gut. Leicht pfeffrig auf der Zunge. Aber Freunde, das ist kein Single Malt, glaube ich. Also entweder habe ich hier im Glas einen alten Grain oder ich habe einen alten Blend hier drin mit hohem Grain-Anteil. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil es kann aufs europäische Festland kann's nicht gehen. Bin ich mir auch sicher, weil so alte Whiskys, 20, 30 Jahre alte Whiskys, die gibt's einfach nicht so in der Richtung. Und vor allem nicht so,
gut für deutsche, österreichische Verhältnisse, so sag ich mal, die machen nicht so gutes altes Zeug. Also da habe ich noch nichts gehabt, was so gut geschmeckt hat. Aber, also der gefällt mir eigentlich recht gut, muss ich sagen. Hat aber diese Rauchnote. Also, was ist das für ein Rauch, Junge? Ja, also ich kann da, ich, Markus, ich kann's einfach nicht sagen. Denn es ist für mich ein rauchiger Whisky, auf alle Fälle. Am Gaumen zumindest, in der Nase war überhaupt kein Rauch. Am Gaumen ist es ein rauchiger Whisky. Aber das ist kein Single Malt. Kann, wie gesagt, das kann auch ein alter Blend sein. Ne? Also gibt ja viele Blends, auch gerade 60er, 70er, 80er Jahre wurden ja viele Blends gemacht auch. Ne? Und auch vielleicht hat man auch da mal Fässer lange liegen lassen und die jetzt erst abgefüllt oder so. Ne? Oder vor ein paar Jahren erst abgefüllt. Also dann kommt man schon so auf 30 Jahre, ne? Sag ich mal. Der hat so eine komische Grain-Süße. Was heißt komisch? Also, wie gesagt, der Whisky gefällt mir eigentlich sehr gut, aber das ist für mich kein Single Malt. Oder zumindest hat der einen sehr, sehr kleinen Single Malt-Anteil, wenn da Single Malt drin ist. Da ist mehr Grain drin, finde ich. Ist meine Meinung. Ich habe mir Wasser hingestellt, ne? Ich wusste ja nicht, ob da jetzt Wasser rein muss, aber ich muss da kein Wasser reinmachen. Also der ist für mich, so wie er ist, super, super trinkbar, muss ich sagen. Aber das ist schon verblüffend, ne? An der Nase gar keinen Rauch, ne? Und am Gaumen nimmst du den ersten Schluck, bumm, in die Fresse den Rauch, ne? Also wirklich, wirklich, dir knallt der Rauch dann ins Gesicht. Aber Der ist nicht so ganz kräftig, der Rauch. Der ist nicht so brutal stark. Ne? Natürlich, nach den Jahren, wenn das wirklich hier tatsächlich jetzt ein 20, 30 Jahre alter Whisky ist, dann hat der Rauch natürlich schon verloren ein bisschen. Ne? Dann hat er abgebaut. Ne? So, jetzt nehme ich nochmal einen Schluck. Ja, also Alkohol, beim Alkohol bleibe ich dabei. 46 bis 48 Volumenprozent. Ich sage, das ist ein alter Blend. Oder ein Grain. Ich weiß es nicht. Also sehr hoher Grain-Anteil auf alle Fälle da drinne. Wenn es ein Grain ist, dann gibt es natürlich alte Invergordons, ganz viele. Ne? Also die gibt es ja bis 50, 55, 60 Jahre hoch, glaube ich, oder so. Dann gibt es alte Grains. Aber machen die rauchige Grains auch Invergordon? Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, also ich sag mal so, wir müssen ja jetzt auch irgendwann mal zum Schluss kommen. Ich sag mal so, entweder wir haben hier einen alten Blend vor uns mit mehr oder mit einem sehr, sehr hohen Grain-Anteil oder wir haben tatsächlich einen Grain hier, würd ich sagen. Also für mich muss es Schottland sein, schon allein von den ganzen Eckdaten her. Wenn ich, also was ich jetzt geschmeckt habe da, dann muss das für mich Schottland sein, weil so alte Whiskys gibt es auf dem Festland nicht. Japan zu teuer, ne? Und wie gesagt, für mich fehlt da so diese Single Malt Note, diese gemälzte Gerste. Also, machen wir es kurz. Schottland, ein Blend, ein alter Blend, 30 Jahre, sag ich mal, ein 30 Jahre alter Blend, ne? Und mit sehr viel Grain-Anteil drin und rauchig, aber ich kann euch jetzt auch keine Destille, oder beim Blend kann man ja eh keine Destille nennen,
Aber ich kann euch jetzt auch kein Blend nennen oder so. Ich hab so einen alten, rauchigen Blend noch nicht im Glas gehabt, muss ich sagen. Also das ist für mich eine ganz neue Erfahrung hier mit den Dingen. Aber man merkt, dass man wieder was Altes im Glas hat. Das ist einfach so. Diese Assoziation, also diesen Geschmack und diesen Geruch, den hat man sich einfach mit den Jahren antrainiert, ne? Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das was Altes ist. So, Freunde, also Region kann ich dann auch nicht nennen. Wir machen es mal kurz. Ich löse das Ding jetzt mal auf. Nummer 7, ne? Ihr habt ja gesehen hier, da war auch die Nummer 7 drauf. Jetzt muss ich gucken, ob ich diesen kleinen Zettel da wieder heil aufbekomme da. Mal gucken. Das ist wieder mit Tesafilm zugeklebt da. Ach, Freunde. Ne? Also das ist, kann sich nur um Stunden handeln wieder bei mir. Oh, jetzt habe ich es. Oder habe ich es? Ah, so, ja, jetzt haben wir es. Ja, schauen wir mal. Aber jetzt bin ich ja mal gespannt, was das hier ist so. Ach, du ahnst das nicht. Was ist denn das hier für eine Nummer? Also hier steht drauf, Nummer 7. ACC 1975. Also da bin ich schon mal alt. Also beim alten Destillat. Nummer 7, ACC 1975, und dann steht nur eine Whisky-Base-Nummer, Freunde. Also ich weiß gar nicht jetzt, was das hier ist. Das heißt, ich mache hier wieder einen Cut, wie das letzte Mal. Gehe mal an meinen Computer und such mir mal diese Whisky-Base-ID mal. Und dann komme ich mit der Lösung wieder zu euch, Freunde. Also, bis gleich. Ja, Freunde, und da bin ich wieder zurück. Und ich habe die Whisky-Base-ID mal verfolgt und ihr werdet es nicht glauben, ich war schon wieder auf der richtigen Spur. Ich lag schon einigermaßen richtig, muss ich sagen. Das habe ich, glaube ich, auch erwähnt, die Brennerei, denn es handelt sich tatsächlich um einen Grain, Freunde. Einen Invergordon 1975. Von Alambique Classic. Deswegen stand hier auch, glaube ich, drauf ACC, Alambique Classic 1975. Ja, wir haben einen Grain, einen 47 Jahre alten Grain. Also 47 Jahre hätte ich dann doch nicht getippt. Also so auf, ja, bei 20, 30, so war ich ja, glaube ich, in dem Dreh. Ne? Also es war schon was Älteres, das war mir schon klar. Wir haben den Rauch, den ich geschmeckt habe, Freunde, ne? Dieser Whisky wurde in einem Ex-Lafroig-Eiler-Fass gelagert. Also daher kam der Rauch, ne? Von diesem Fass. Das war ein Ex-Lafroig-Fass. Und ich denke auch, dass Invergordon selber gar nicht rauchig brennt. Also das wüsste ich nicht, dass die rauchig brennen. Ne? Also es ist, wie gesagt, ein Single Grain. Ne? 128 Flaschen gab es davon, nur 50,3 Volumenprozent. Ich hatte ja so gesagt, 46, 48 war so mein Ding. Also 50, da war er aber sehr mild, muss ich sagen, für die 50,3. Ne? Also da braucht man kein Wasser. Den Rauch, ne, den habe ich auch jetzt immer noch. Den schmecke ich jetzt immer noch. Der bleibt lange nach, muss ich sagen. Ne? Ich bin ja nicht so ein Rauchfan. Ihr wisst es ja, wer mich kennt. Also, ja. Brennerei, gut, Invergordon, habe ich ja auch mal erwähnt zwischendrin da. Pff, ja, aber auf reinen Grain, hätte ich auch tippen können. Ich war ja nachher auch irgendwo beim Blend, ne? Also ich habe gedacht, ein alter Blend oder so. Aber ein reiner Invergordon, 47 Jahre alt, Freunde. Also ich halte das Blatt nochmal so ein bisschen vor mir. Boah, das... Ja, diese Süße, das kommt, das ist dieser Grain, dieses Süße in der Nase, ne? Das ist diese Grain-Note. Und jetzt, natürlich, wenn man das weiß, hat man auch in der Nase so einen leichten Rauch. Aber nur so einen leichten. Ich habe sogar noch einen Schluck. Ich werde den nochmal probieren. Also,
So ein Brennerei-Charakter kriegt man ja nach 47 Jahren eh nicht mehr so raus, ne? Aber mir war das klar, dass das kein... Mir hat diese gemälzte Gerste gefehlt, ne? Also mir war das klar, dass das kein Single Malt ist. Oder kein reiner Single Malt, so will ich's mal sagen. Also ich war ja so bei Grain oder beim Blend halt in der Richtung, ne? Aber muss ich sagen, also Markus, vielen, vielen Dank, dass du mir auch so einen alten Whisky mal als Sample zugeschickt hast, muss ich sagen. Also den, ich hatte schon mal so einen alten in Vergoren, ich glaube, der war sogar auch 47 oder 48 Jahre alt. Den hatte ich mal in Schwetzing auf der Messe. Es war aber nicht dieser, auf gar keinen Fall. Und der hatte mir auch sehr gut geschmeckt. Der war allerdings komplett nicht rauchig. Dieser ist halt im Exlafroig-Eilerfass gereift, was man auch eindeutig merkt. Also man merkt diesen Rauch, ne? Am Gaumen ist er in die Fresse und sogar recht gut noch dabei, ne? Für die 47 Jahre. Also da gab's sogar reine Lafroigs, sag ich mal, mit 30 Jahren, die weniger Rauch hatten wie dieser 47-Jährige, der im Lafroig-Fass gereift ist, ne? Also das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja, da denke ich dann auch mal, dass das Eiler-Fass vorher ein Ex-Bourbon-Fass war. Ne, hier steht bloß Ex-Lafroig Eiler Whisky Barrel. Also ich denke mal, dass das ein Ex-Bourbon-Fass war, denn ich habe hier nichts irgendwie von Sherry oder irgendwie sowas in der Richtung, habe ich hier eigentlich gar nicht gehabt. Der hat auch gar nicht großartig Frucht. Der ist gar nicht fruchtig großartig gewesen. Ne? Also Frucht habe ich hier weniger geschmeckt. Ich habe einfach diese Grain-Note geschmeckt. Das merkt man. Also das kriegt man mit den Jahren raus, dass man kein Single Malt im Glas hat. Ne? Ja, Freunde, also dann hat es mir wieder riesen Spaß gemacht. Ne? Blind Sample, ich gebe mir da einfach keine Punkte. So. Die anderen YouTube-Kollegen, die machen das ja immer mit akkurat. Die schreiben sich alles auf und geben sich Punkte. Ich bin eigentlich froh, dass ich mich so immer rantaste an diese ganzen Geschichten, dass ich das auch einigermaßen geschafft habe. Also ich sag mal, ich war auf der richtigen Spur, ne? mit dem Blend und so. Mit dem Alter war ich, ganz so alt war ich da nicht dabei, aber dass ich einen alten Whisky im Glas habe, mit den Prozentzahlen lag ich auch dicht dran, sag ich mal. Ne? Also ich bin recht zufrieden, muss ich sagen. Ne? Also wie gesagt, schon alleine, dass man das gemerkt hat, dass das kein Single Malt ist, finde ich, das freut mich schon, dass man schon auch blind sowas auch schon mal rausfinden kann. Gut, Freunde, dann will ich das auch gar nicht mehr so weit in die Länge ziehen. Wir sind, glaube ich, schon sehr lang. Ja, Markus, vielen Dank, ne, nochmal für dieses Sample. Das war das zweite Sample von Markus. Und ja, gebt mir bitte einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert bitte meinen Kanal, wer es noch nicht getan hat. Und vergesst nicht, die Glocke anzumachen, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich mal bis zum nächsten Video. Vielleicht habe ich irgendwann mal wieder ein Blind Sample. Vielleicht kriege ich mal wieder irgendwann mal ein Blind Sample in die Finger. Dann würde ich mich natürlich auch gerne der Herausforderung stellen, ganz klar. Ne? Macht Spaß und man erfährt auch so Whiskys auf diese Art und Weise mal ehrlich und mal richtig, ne? Ohne dass man mal eine Flasche, ein Etikett, eine Umverpackung gesehen hat. Man weiß, man weiß nicht, was man im Glas hat. Man probiert einfach ganz unvoreingenommen so ein Whisky und dann, ja, da gibt es echt manchmal dann Überraschungen auch. Ne? Gut, Freunde, also macht es gut, bis zum nächsten Video. Ciao!